sich das proportional zu jenem. Formeln gab es damals noch nicht. Das ist viel komplizierter, wenn man Formeln aufschreibt. Und bei Schaltpinnen ist eine Möglichkeit, eben diese Schaltungen schön darzustellen, schön zu beschreiben, ohne dass ich einen riesigen Roman schreiben muss, was mit welchem anderen Ding verbunden ist. Und ich mache das auf folgenden Wege. Ich erfinde mir Symbole, wie zum Beispiel das Symbol für eine Batterie oder Symbole für einen Widerstand. Auch hier haben wir wieder Unterscheidung. Das linke ist das ein europagängiges Symbol und das rechte ist das ein USA-gängiges Symbol. Und dann kann ich die einfach durch Linien verbinden und die Linien deuten halt an, wie diese Anschlüsse miteinander verbunden werden müssen. Und hier hätte ich genau die Beispielschaltung, die wir vorher gehabt haben. Ja. Die Spulen schauen so aus wie die unseren in den USA. Genau, aber das sind eben so Kreise und keine Zacken. Gut, also wir haben hier eine Beispielschaltung, wo ich meine Spannungsquelle habe und meinen Widerstand und ich sage dann einfach über diese Linien, der eine Anschluss von der Quelle, von der Batterie, gehört mit dem einen Pol vom Widerstand verbunden und der andere Pol von der Batterie mit dem anderen Anschluss von dem Widerstand. Und das ist eben meine Schaltung. Und auf diese Art und Weise kann ich relativ komplexe Schaltungen machen. Wir kennen bis jetzt vier Bauteile und dafür habe ich die Symbole gezeichnet. Wir kennen eine Batterie, wir kennen Widerstand und dann kennen wir ein Messinstrument, nämlich unser Multimeter. Und da gibt es zwei Symbole, nämlich wenn ich mit dem Multimeter Strom messe, dann mache ich so einen Kreis und mache ein A rein, dann ist es ein Ampermeter. Oder wenn ich die Spannung messe, dann mache ich so einen Kreis und mache ein V rein, dann ist es ein Voltmeter. Und damit haben wir bis jetzt auch gearbeitet. Wenn diese Schaltungen komplizierter werden, dann nicht mehr so ausschauen, weil dafür brauche ich ja noch keinen Schaltplan eigentlich, dann brauche ich zusätzliche Konventionen. Und diese zusätzlichen Konventionen sind zum Beispiel, wie man zeigt, dass mehrere Dinge mit einem Punkt verbunden sind. Und wenn ich jetzt einfach nur zwei Linien zeichne, die sich überkreuzen, dann weiß ich ja nicht, ob das einfach nur eine Notwendigkeit der planaren grafischen Darstellung ist. Die sollen nicht miteinander verbunden werden. Ich kann es halt nicht so zeichnen, dass sich Linien nicht überkreuzen. Oder ob das wirklich ein Punkt ist, wo diese vier Leitungen miteinander verbunden sind. Und wenn die verbunden sind, zeichnet man einen Knödel dorthin. Eine andere Möglichkeit ist, dass man T-Kreuzungen macht. Da ist es eindeutig, weil das kann ja nicht irgendwie eine Überkreuzung von zwei Sachen sein. Und oft geht man her und sagt, das mit dem Knödel ist nicht so gut, sondern man macht nur T-Kreuzungen. Und dann zeichnet man quasi statt dem hier, das ist einfach so, dass man die Leiterbahnen ein bisschen versetzt. Und wenn das so versetzt ist, ist das klar, das ist eine T-Kreuzung, das ist eine andere. Da braucht sich keiner Gedanken machen, ob das jetzt eine Überkreuzung ist und ob die Sachen verbunden sind. Wenn der Knödel fehlt, wenn ich nur so mache, dann heißt das in aller Regel, dass die nicht miteinander verbunden sind. Das heißt aber nicht, dass nicht irgendjemand mal einen Schaltplan schlampig zeichnet und das so zeichnet, aber die können in Wirklichkeit miteinander verbunden. Um das zu verdeutlichen, macht man dann oft so einen Aussetzer, dass man irgendwie sieht, die eine Linie unterbricht da die andere und es ist nicht alles in einem Punkt verbunden. Was auch manche Schaltplanprogramme machen, also Altium Designer zum Beispiel macht das so, in dem Fall, der zeichnet das dann automatisch so, damit es eben nicht diesen Punkt gibt, wo sich die Linien überkreuzen. Quasi eine Andeutung auf das da. Aber ich als derjenige, der das Programm bedient, muss nicht darauf achten, dass ich diese beiden Zuführleitungen auf unterschiedlicher Höhe zeichne. Also wenn ihr das mal seht, das ist nicht irgendein obskures Bauteil, sondern es ist einfach auch nur eine Verbindung von mehreren Leiterbahnen zusammen. Statt dem Kugel. Genau. So. Gibt es dazu Fragen? Ich nehme mal an, dass fast alle das schon mal gesehen haben werden. Mit dem längeren Strich. Man kann aber auch einen Plus hier zeichnen. Mit dem längeren Strich ist es klar. Ist Plus. Ja, mit dem längeren Strich ist Plus. Merkst du, wenn man so das übereinander legt, auseinanderschneiden und übereinander legen, ist es Plus und das andere ist Minus. Ja,
das verstehe ich. Der lange die Achse vom Fuß, ja. Dann geben Sie das lange. Genau. Ah, dass du das Plus auseinander schreibst und dann so einen großen Strich machst. Und das Minus ist von außen ein kurzer Strich. Ah, interessant. Gut, dass es so richtig geht, weil sonst würde ich es machen, dass ich jeden Punkt jetzt immer wegkriegen. Gut. Okay, Übung. Zeichnen Sie Schaltpläne für den korrekten Einsatz des Multimeters als Ampermeter sowie als Voltmeter. Ich weiß nicht, wer jetzt schon ein Multimeter sich angeschafft hat und vielleicht tatsächlich, wie ich es empfohlen habe, dass das Anleitungsheftchen durchgeblättert hat. Da ist das hoffentlich beschrieben. Ich würde sagen, wir machen das gemeinsam. Also wir haben eine Spannungsquelle, die können wir jetzt auf jeden Fall zeichnen. Wir haben diese Widerstandsschaltung, also im Grunde die Schaltung, die wir da oben haben. Aber jetzt wollen wir den Strom messen. Das ist das, was wir das letzte Mal auch schon gemacht haben. Wie messe ich da jetzt den Strom? Wie muss diese Schaltung ausschauen? Ich möchte eine Schaltung bauen wie die hier, aber ich will den Strom messen. Ich will dann noch das Ampermeter mit hineinhängen in die Schaltung. Wo ist ein Voltmeter? Das ist eine Batterie. Das ist Batterie und Widerstand und da wollen wir jetzt noch einen Ampermeter hineintun. Ampermeter, der dazwischen eingeht. Der dazwischen eingeht, genau. Also der Strom, den wir messen wollen, der muss durch das Ampermeter durchfließen. Dabei ist egal wo. Also wir können das da oben einzeichnen. Wir könnten es auch da unten reinzeichnen. Wir müssen es halt nur irgendwo dazwischen hängen. Wir müssen diesen Stromkreislauf unterbrechen und an der Stelle, wo wir unterbrochen haben, das Ampermeter hineinhängen. Wenn wir da so fliegende Aufbauten haben mit Fotoklemmern und so, geht das ganz leicht. Aber wenn das irgendwie eine fertige Printplatte ist, dann kann das unter Umständen wirklich schwierig werden, einen Strom an irgendeiner Stelle zu messen. Weil ich das eben nicht von außen kann. Ich muss irgendwas durchtrennen, irgendeine Verbindung, die da ist, damit ich dann einen Strom messen kann. Das ist vielleicht noch leicht, wenn ich den Strom messen möchte, die ganze Schaltung, weil dann habe ich irgendwo das Netzteil, dann kann ich da dazwischen hängen. Aber wenn das irgendwie alles aufgebaut und angelötet ist, und dann will ich wissen, wie viel Strom brauche ich eigentlich in diesem einen Chip, dann wird das schwierig, ohne dass man anfängt, Sachen umzulöten oder mit dem Stanley-Messer Leiterbahnen durchzutrennen. Das kann eine Baffe leisten. Das Ampermeter hat auch einen Widerstand, da habe ich immer diese Probleme, aber der ist halt sehr, sehr klein. Also wenn man lustig ist, kann man das mal machen, zwei Multimeter nehmen, mit dem einen Widerstandsmessung einstellen, mit dem anderen Strommessung einstellen, dann hängt man die zusammen und dann sieht man quasi auf dem Multimeter, dass der Widerstand misst, wie viel Widerstand das andere Multimeter im Strommessmodus hat und auf dem Multimeter, das Strom misst, sieht man, wie groß der Teststrom ist, wenn das Multimeter durchschickt, um Widerstand zu messen. Also der ist klein, aber auch nicht beliebig klein. Also es gibt, wenn man wirklich kleine Ströme messen möchte, gibt es auch eigene Werkzeuge, um das zu tun, dann ist ein 0815 Multimeter nicht mehr gut. Oder, was auch vorkommt, wenn ich ganz große Ströme messen möchte, aber die Spannung nicht so stark variieren darf. Und dann habe ich ja das Problem, das Ohmsche Gesetz, das macht ja keine Ausnahme für einen Ampermeter. Das gilt da genauso. Und wenn da eben ein gewisser Widerstand da ist und ein gewisser Strom durchfließt, dann fällt auch eine gewisse Spannung ab. Und dann fällt weniger Spannung an dem ab, was ich damit messen möchte. Und dann verhält sich das vielleicht ganz anders. Burden Voltage nennt man das dann, die Spannung, die verloren geht an so einem Ampermeter. Aber damit wollen wir uns gar nicht beschäftigen. Wir haben irgendwie da, wie wir es vorher gehabt haben, einen Widerstand im Kilo-Ohm-Bereich, dann ist das irrelevant, wie groß dann noch der Widerstand von Ampermeter ist. Und wir haben ja auch gesehen, zumindest auf die zwei Nachkommastellen genau, hat das Ganze exakt gepasst, was wir da gemessen haben, obwohl wir genau diesen Aufbau hier gemacht haben. Das ist das, was ich gemacht habe, um in diesem Versuchsaufbau vorhin den Strom zu messen. Frage, hängt die Temperatur zum Beispiel, wenn es extreme Minustemperaturen oder extreme Plustemperaturen gibt, man hat
das einen Einfluss auf diesen Stromfluss? Auf den Stromfluss nur indirekt. Das hat bei den Bauteilen einen Einfluss auf den Widerstandswert. Und wenn sich natürlich der Widerstandswert ändert, weil sich die Temperatur ändert, dann fließt auch ein anderer Strom. Aber wenn man quasi das schon als abstrahiert ansieht und man sagt, ich habe hier quasi, das ist ja eine Abstraktion, das ist ja nur ein Symbol, und wenn ich jetzt daneben hinschreibe, genau ein Kilo Ohm, dann heißt das ja schon quasi in jeder Situation und dann hat es diesen Einfluss nicht mehr. Aber grundsätzlich hat das sehr wohl einen Einfluss. Das ist auch eine Möglichkeit, Temperaturen zu messen, über genau diesen Einfluss, den Temperaturen haben auf elektrische Bauteile, weil Temperatur ja per se keine elektrische Größe ist. Theoretisch kann man das tatsächlich mit einem Widerstand messen, aber dann kann man irgendwie nur messen, bin ich jetzt in dem flüssigen Stickstoff oder bin ich es nicht. Wenn man es quasi genauer messen möchte, gibt es andere Bauteile, mit denen das geht. Also da gibt es eigene Dioden zum Temperaturmessen, mit denen man das machen kann. Kabel selber? Die Kabel selber haben auch einen Widerstandswert. Und verhalten sich auch so, dass die Temperatur eine Rolle spielt, wie groß das Widerstandswert ist. Also generell bei allem, was kein Halbleiter ist, gilt, je kälter, desto besser ist es als ein Leiter. Ja, also wenn ich irgendwie was nehme und ich kühle das runter, dann leitet es den Strom besser. Also der Leitwert steigt und der Widerstandswert sinkt. Außer bei Halbleitern. Halbleiter hat man vor allem früher auch Heißleiter genannt. Genau darum, weil die den Strom besser leiten als wärmt. Okay, und dabei schon ein bisschen ein Exkurs. In welche Richtung? Bei Halbleitern tut es ja auch in einer gewissen Weise. Achso, du meinst jetzt in beiden, aber damit ist das Thema jetzt wieder beendet, weil es ist schon ein extrem weiter Vorgriff. Aber sowohl der Sperrstrom wird größer als auch der Durchlassstrom. Gut, also das war diese Anwendung, wir verwenden das Ampermeter. Eine Frage hätte ich noch dazu, und zwar heißt das, dass im Winter die Ausbeute des transportierten Stroms aus dem Kraftwerk besser ist als im Sommer? Oder ist das eine Größenordnung, die egal ist? Ich glaube nicht, dass das wirklich relevant ist. Also es ist, in beiden Fällen ist es halt 300 irgendwas Kelvin. Und weg vom absoluten Nullpunkt. Also da ändert sich nicht so viel. Für uns, wir haben einen ganz schmalen Temperaturbereich, in dem wir überhaupt existieren können. Und da ist das dann ein wahnsinniger Unterschied zwischen Sommer und Winter. Aber ich glaube, ich bin kein Energietechniker, ich weiß es nicht. Aber es würde mich wundern, wenn das einen wesentlichen Einfluss hat. Ja, also auch die Hochtemperatur super, das ist ein ganz klarer Hochtemperatur. Minus 170 Grad Kelvin statt 100 Grad Kelvin oder so. Also alles weit unter zum Hand reinstecken. Okay. Ampermeter in Serie. Ich muss den Stromkreis unterbrechen und den Strom durch das Messgerät durchleiten. Das ist der Fall. Wie messe ich die Spannung? Also sagen wir, ich habe genau das Gleiche. Ich habe irgendwas aufgebaut, wo in dieser Art und Weise eine Batterie und ein Widerstand dann verbunden sind. Und jetzt möchte ich messen, was die Spannung am Widerstand ist. Parallel zum Widerstand? Parallel zum Widerstand. Man könnte auch sagen, Widerstand brauche ich gar nicht dafür. Hier schalten wir dann. Und das ist natürlich super einfach zu messen, weil da muss ich nichts durchtrennen, was schon da ist. Das war unsere Schaltung und jetzt kann ich mit meinen beiden Kabeln vom Multimeter kommen und ein Kabel hierhin tun und das andere Kabel hierhin tun und dann weiß ich, wie die Spannung an diesem Widerstandsbauteil ist. Also Spannungen messen ist viel, viel einfacher. Das führt dann unter anderem auch dazu, dass man sich ganz viele Dinge, wenn man über Schaltungen nachdenkt, man tendiert immer dazu, dass man nur in Spannungen denkt und die Ströme irgendwie unter den Tisch fallen lässt, weil die Ströme auch vielleicht viel schwerer zu messen sind. Und oft führt das dann auch dazu, dass man lange nicht versteht, wie diese Schaltung funktioniert, weil man immer nur die Spannungen anschaut. Aber bei Elektrizität ist es eben immer dieses Zusammenspiel von Strom und Spannung, das irgendwie definiert, wie wird das arbeiten. Wenn ich nur die Spannungen sehe, dann kenne ich nur das halbe Bild. Außer ich kenne das Ohmsche Gesetz, weil wenn ich hier an den Widerstandsbauteil die Spannung kenne, kann ich mir den Strom ausrechnen und ich brauche keine Leiterbahnen dafür durchtrennen.
Gut. Also so misst man die Spannungen. In diesem Fall hat das Multimeter einen großen oder einen kleinen Widerstand? Einen kleinen Widerstand. Das muss den Strom ungehindert passieren lassen. Das kann man schon allein daran sehen, weil sonst würde es ja die Schaltung verändern. Und wir wollen ja möglichst so messen, dass die Schaltung gleich bleibt, dass sie sich gleich verhält wie vorher, nur dass wir halt eine Messgröße gewinnen. Also in dem Fall haben wir einen extrem kleinen Widerstand. Je kleiner, desto besser. Haben wir hier einen kleinen oder einen großen Widerstand? Da haben wir einen großen Widerstand, genau. Weil hier wäre ja ein kleiner Widerstand eine Veränderung des Schalters. Mhm. Wenn wir hier einen kleinen Widerstandwert reingeben, dann schließen wir das ja alles durch, kurz, und dann tut sich da, also dann ist die Schaltung auf einmal anders. Wenn da ein extrem großer Widerstand ist, dann fließt da auch kaum ein Strom durch. Damit verhält sich die Schaltung halt noch genauso wie vorher, weil der Strom durchs Messgerät vernachlässigbar klein ist. Das heißt, wenn ich das Multimeter falsch einstelle, schließe ich mir die Schaltung kurz. Ja, es ist auch sehr gefährlich, also gefährlich nicht im Sinne von, dass was explodiert, aber es ist zumindest ein häufiger Bedienfehler, wenn man ein Multimeter hat, das einen Anschluss hat, mit dem man sowohl Spannungen als auch Ströme messen kann. Und in dem Fall ist die Milliampere-Range hier, wo ich auch Spannungen messen kann. Und ich habe das irgendwie in der Schaltung drinnen und jetzt will ich auch ausschalten und dann nehme ich im eingeschalteten Zustand und drehe dieses Rad. Und dann kann es halt sein, dass ich vorher Spannungen gemessen habe und dann drehe ich dieses Rad über die Strompositionen drüber und dann bekommt dieses Bauteil auf einmal einen kleinen Widerstand, das ist ein Kurzschluss und dann fliegt da drin eine Sicherung. Und bei dem hier habe ich das glaube ich schon zweimal gemacht, da muss man dann aufschrauben und die Sicherung wechseln. Wenn man ein teureres hat, dann hat das so eine selbstrückstellende Sicherung, dann legt man das in die Ecke, ärgert sich 10 Minuten über die eigene Dummheit und dann geht's wieder. So. Sollte man aber wissen, weil nichts ist blöd, als wenn man ein Multimeter mit selbstrückstellender Sicherung hat, aber man kommt erst drauf, wenn man es vor sich zerlegt sieht. Das heißt das, dass man bei einer Batterie keinen Widerstand braucht, um zu messen, ob es noch cool ist? Du meinst, wenn die Sicherung fliegt, war die Batterie noch gut? Nein, nein, das hat gar nichts mit der Sicherung zu tun, sondern wenn ich wissen möchte, ob noch eben die Spannung entsprechend angehört. Ja, also Batterien, das sinkt halt die Spannung ab über den Lauf der Zeit. Das ist aber noch nicht das ganze Bild. Sondern was wir dann halt messen, ist quasi die Spannung ohne Strom. Und je nachdem, was mich jetzt genau interessiert, kann sein, dass ich quasi wissen möchte, wie viel Spannung hat denn die Batterie, wenn so und so viel Strom fließt, dann brauche ich wieder einen Widerstand. Aber für den ersten schnellen Blick reicht es einfach nur, die Spannung an der Batterie zu messen. Und ich habe eine Idee, ob die voll geladen ist oder schon fast leer. Aber man kann tatsächlich auf Duracell.com oder so nachschauen, da gibt es Datenblätter zu den Batterien, also auch zu Dingen, die man sonst in den Consumer Electronics zuordnen würde. Und da gibt es auch nette Tabellen, wo man irgendwie sehen kann, wie fällt im Laufe der Zeit mit konstantem Strom die Spannung an der Batterie, wie fällt sich generell die Spannung gegenüber dem Strom, der jetzt gerade fließt. Und dann kann man da auch quasi wirklich ableiten daraus, zu wie viel Prozent ist die jetzt voll, weil das eben nicht linear fällt, sondern das hat einen seltsamen Kurvenverlauf. Okay, sonst noch Fragen zum Messen von Spannungen und Strömen? Ja? Muss da bei der zweiten Schaltung mit dem Voltmeter das Verhältnis vom Widerstand vom Voltmeter zu dem Widerstand irgendwas, also muss man da was beachten, damit die Messung funktioniert? Muss man eigentlich in beiden Fällen. Also hier sollte der Widerstand vom Voltmeter deutlich größer sein als der Widerstand, den ich da messe. Dann verändert das die Schaltung nicht wesentlich und ich kann immer noch das gleiche Verhalten beobachten. Hier sollte der Widerstand deutlich kleiner sein als der, den ich da messe, weil sonst würde ich wieder ändern, wie viel Strom tatsächlich fließt. Wie viel Widerstand sie hat. Wenn es ein gutes Multimeter ist, ist sicher sowas im Datenblatt. Wenn ein schlechtes Multimeter ist, braucht es ein zweites Multimeter, um das festzustellen. Also ich glaube, die ganzen Multimeter, die ich habe, steht das nirgends. Mir war das immer zu blöd, ein paar hundert Euro für ein Multimeter auszugeben. Kann man aber machen. Gut, weiter hinten war noch eine Frage. Danke, das war dieselbe Frage. Okay.
Gut, great minds think alike. Okay, machen wir weiter. Ah, wir haben noch eine Diskussion. Du musst uns danach jetzt zusammenschneiden. Was für eine Diskussion haben wir denn hier? Ah, ja, genau. Die Linien in einem Schaltplan stehen für ideale Leiter ohne elektrischen Widerstand. Welche Probleme können sich daraus ergeben? Genau, der Leiter hat einen Widerstand. Aber wir zeichnen hier quasi was Ideales. Und das führt immer dazu, dass wir hier Schaltungen zeichnen, die sich zumindest in diesem Detail von den tatsächlichen Schaltungen unterscheiden. Ich muss mir jetzt alle Skripten korrigieren. Da steht Verbindung. Ich habe nicht übersehen. Da muss Verbindung stehen. Verbindung. Ah, Verbindung. Ja. Ich probiere wieder neu. Also wenn wir das nächste Mal Skripten von mir kaufen, haben dann da ein D drinnen. Wenn wir dabei sind, das ist auch ein elektrischer Widerstand. Rechts oben. Mhm. Merkst du dir das? Alles vorne habe ich jetzt. Die jetzt die Unterlagen haben, haben dann um die Karte. Ja. Die werden besonders teuer später. Ihr habt jetzt schon zwei verschiedene Auflagen, wo ein Schaltplan verschieden ist. Also das werden wir dann sehen in ein paar Monaten, wer dann noch da ist, dass die Leute waren, die das Skript früh oder spät gekauft haben. Gibt es einen Errater? Nein, einen Errater gibt es noch nicht, aber wir werden vielleicht anfangen, sowas zu schreiben. Also vielleicht nicht für Verbindung, aber... Also, genau. Die Antwort auf die Frage ist völlig richtig. Diese Linien haben eben keinen Widerstand und damit verhalten sich quasi das hier in einem mathematischen Modell anders, als das in einer echten Schaltung ist, wo immer alles einen Widerstand hat. Und man ist oft versucht, wenn man anfängt, mit diesen Sachen zu arbeiten und zu denken, damit man sich diese Schaltungen vorstellen kann, ist das notwendig, dass man dieses ideale Verhalten annimmt. Aber oft macht man dann Schaltungen, wo man einfach vergisst, dass diese Effekte in der Realität durchaus einen Unterschied machen. Und das klassische Beispiel ist eben die Ground Loop, dass wenn ich hier noch einen zweiten Widerstand drinnen hätte, dass dann quasi dieser Teil des Leiters sowohl den einen als auch den anderen Strom führt und wenn ich hier dann quasi den Widerstandswert verändere, dann hätte das eine Auswirkung auf den anderen Widerstand, weil die eben diesen Pfad gemeinsam nutzen. Das kann hier keine Auswirkung haben, weil das ist ein perfekter, idealer Leiter. Was ich irgendwo hier hineinstecke, kommt überall anders wieder an. Aber wenn ich mir hier überall ganz, ganz kleine Widerstände vorstelle, dann habe ich natürlich eine andere Schaltung, wenn ich den Widerstand hier mache oder wenn ich ihn da mache. Und solche Dinge vergisst man dann eben oft. Gut. Von einem Schaltplan ja nicht rückschließen auf die Länge der Leitungswege. Das genau. Ist ja eine komplette Abstraktion. Kann man, genau, das ist der Punkt, dass das eben diese Abstraktion ist und dass ich Annahmen treffe darüber, dass ich irgendwie Leiterbahnen habe, die ideal sind. Und oft gehen dann eben Schaltungen genau darum nicht, weil diese Annahme halt nicht zutrifft. Also ganz selten funktioniert eine Schaltung gar nicht. Aber es kann durchaus sein, wenn das eben Audioschaltungen sind, dass das ein Anfang zum Brummen, das wäre das klassische Beispiel, weil ich eben vergessen habe, dass sich das in der Realität nicht ideal verhält. Und da muss ich eben gewisse Geometrien einhalten, wie ich Leiterbahnen auf der Leiterplatte führe und solche Dinge. Gut, also das sind die Probleme, die sich daraus ergeben können. Das zweite haben wir eh schon. Welchen Vorteil hat es, T-Kreuzungen anstelle von normalen Kreuzungen mit Punkt für die Verbindung von Leitern zu zeichnen? Das ist eigentlich eine Wiederholung von dem, was ich vorher gesagt habe. Welchen Vorteil hat das? Eindeutig. Es ist eindeutig. Also heute ist das, glaube ich, alles nicht mehr so tragisch, aber noch vor 10 Jahren war es üblich, dass Schaltpläne sehr oft fotokopiert werden. Und wenn so Dinge fotokopiert werden, so ein Punkt geht dann oft verloren. Entweder entsteht dann ein Punkt an einer Stelle, wo im Original nie ein Punkt war, oder der Punkt verschwindet, der mal vorhanden ist. Und wenn man alte Datenblätter sich anschaut, also wenn man irgendwie Datenblätter zu Transistoren, die es seit 30 Jahren gibt oder diese Dinge, und dann sind da Schaltpläne drinnen, dann sind diese Schaltpläne irgendwie 20 Mal fotokopiert worden, bevor das erste Mal jemand auf die Idee gekommen ist, die einzuscannen. Und dann sieht man halt dieses PDF, lauter Kopie-Artefakte drauf sind. Da gibt es
keine Möglichkeit mehr festzustellen, wo da mal so ein Punkt war und wo der Punkt nicht war. Heute fotokopiert man die Dinge eh nicht, sondern schickt sich immer Files mit dem Computer. Gleichzeitig zeichnet man all diese Sachen mit dem Computer und die Programme machen schon die Punkte richtig. Also das Problem ist sozusagen heute doppelt erschlagen. Gut.